Metro 2033, Folge 6 in der Metro Redux Compilation. Und hier in der letzten Folge haben wir ja im Fahrstuhl aufgehört und wurden ja so allseits beliebt angegriffen. So, wir werden mal ein wenig auf Erkundungstour gehen. Waren wir hier unten nicht schon gewesen? Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen. Nein, anscheinend nicht, oder? Doch. Hä? Doch, hier waren wir doch schon. Okay, wir sollten natürlich auch aufpassen mit unserem, stimmt, hier waren wir doch schon. Mit unserem, Filter. Denn wir haben ja nicht so viel davon an Zeit. Aber hier ging es noch weiter, das weiß ich. Hier oben war nämlich noch ein zweiter Weg, weil im Fahrstuhl haben wir nur Ressourcen bekommen. Und das Spiel speichert. Was? Habe ich das richtig gesehen? Ah, nee. Ich dachte, der Pfeil hätte sich bewegt im Fahrstuhl. So, werden wir mal... Ja, ich muss den Filter wechseln. So viel Filter haben wir auch nicht mehr. Müssen wir jetzt nach unten? Kann das sein? Ja. Oh mein Gott, und ich will hier gar nicht langlaufen. Ich bin euch ganz ehrlich, ich will hier gar nicht langlaufen. Oh mein Gott, was wäre denn jetzt, wenn jetzt dunkel wäre? Wenn jetzt dunkel wäre, dann wäre das Leben halb so schwer. Wow! Was? Geh weg! Geh doch weg! Du hast da was im Kopf! Bah, du hässliches Vieh! Bah, du Kackbratze! Alter, wie siehst du denn? Wie sieht der denn aus? Erstmal das Blut abwischen vom Gesicht. Alter, wie sieht der denn aus? Bah, geht ja gar nicht. Den haben sie wohl auch ins Gehirn geschissen. Meine Güte. So. Alter, das Spiel wird immer geiler. Ohne Spaß. Ich hatte eine Menge Fun damit. Und falls jetzt viele fragen, wird es in der Let's Play Live Show gezeigt. Ich bin am überlegen, ob ich Metro 33, wie gesagt, Let's Play ich ja jetzt erstmal. Und ob ich dann Metro Last Light dann vielleicht in der Let's Play Live Show komplett durchzeige einmal. Also blind. Er kann den Tod aufhalten? Wer kann den Tod? Ich kann den Tod aufhalten? Warum das denn? Ich würde mich gerne so oft umsehen hier, aber... Was? Sind wir das vielleicht? Was? Was bist du denn? Was bist du denn? Oh. Waren wir das vielleicht gewesen? Oh, ich werde mich verziehen. War hier nicht noch irgendwie, wo man reinkam? Da kommt man doch rein, oder? Ja. Ich werde im Leben nicht, werde ich da nach draußen gehen. Och, hier bleibe ich. Hier ist gemütlich. So, hier mach ich mir jetzt gemütlich. Mach mir einen schönen Tee. So. Halalala, mach mir jetzt einen Tee. Ich mach mir einen Tee. Was? Nein. Wollte einen neuen Filter draufschrauben. Ich frage mich auch, was es mit der Uhr soll, denn ich sag mal in Anführungsstrichen. Wissen wir ja ungefähr. Was denn, wenn ich jetzt einen neuen Filter draufschraube? Haben wir dann mehr? Moment, einmal kurz auf die Uhr gucken. Ne. Hä? Der Zeiger bleibt immer... Also dieser rote Zeiger bleibt ja in der Mitte auf der... Ja, halt jetzt genau. Die ganze Zeit die Uhr so in der Hand. Okay, wir müssen trotzdem raus. Eieiei. Ich will da gar nicht raus. Ich will gar nicht wissen, was da draußen ist. Ich will gar nicht wissen, was da noch ist, außer wie diese scheiß Drecksmutanten. Ich höre unseren Kollegen. Was? Das klang so ein bisschen so radioaktiv gerade. Ein wenig. Das sind anscheinend so ein paar so Erinnerungs... Ja, Lücken oder Szenen, die man so, ich werde mal den Revolver auspacken. Die er so bekommt, also keine Ahnung, vielleicht
Vielleicht hat der so eine Spezialfähigkeit. Vielleicht ist er so ein bisschen... Blim, blim. Alter. Was sind denn das für Viecher? Schade, dass ich keinen Zoom mal 2 habe. Sonst hätte ich jetzt gerne mal hingeguckt. Moin, Jungs. Was geht? Alles klar? Die werden doch wohl jetzt hier nicht durch die Scheibe kommen, ne? Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen durch. Ja, natürlich, wir müssen raus. Ist klar. Wieso lädt er denn nach? Der hat doch schon 2... Was? Geh weg, du stinkst. Geh weg. Was? What the fuck? Geh weg. Geh doch weg, ihr scheiß Rechtsmutanten. Wie hässlich ihr seid. Schäbig. Wie die Nacht. Nein, scheiße. Alter, so eine Kacke. Okay, müssen wir es nochmal neu angehen. Also es ist nicht gut, da drin zu bleiben, glaube ich. Also würde ich jetzt mal so behaupten, denn... Ja, das, wo müssen wir jetzt nochmal lang? Ah, hier lang, ne? Der Revolver ist gar nicht so eine schlechte Wahl, finde ich. Da läuft auch so ein Scheißvieh. War denn jetzt hier noch irgendwie was wir sammeln können? Nee, ne, oder? Ich werde nochmal zusätzlich nochmal eben so einen Filter aufsetzen. So. Oh mein... Oh, wie viele das sind. Stirb! So, der ist schon mal tot. So. So, der ist auch tot. Jetzt kommen die wahrscheinlich gleich wieder. Ja, ich höre... Was? Er schmeißt das Messer? Wieso schmeißt er das? Renn! Hallo! Aua! Stirb! Was? Dann nehme ich denn nochmal so ein scheiß Medipack? Wie war das denn nochmal? Medipack nehmen? Achso, nee, hä? Ja, natürlich! Ich verbrenne sie jetzt alle mit Feuerzeug! Kommt her! Haha! Brennen sollt ihr! Brennen! Ich hänge! Ich weiß gar nicht, wie nimmt man denn ein Medipack? Nee, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Muss ich wirklich in das dämliche Menü gehen, um Medipack zu nehmen? Das war doch eine Schnellwahltaste, oder? Das gibt's doch nicht. Habe ich das schon wieder alles vergessen? Mein Gott. Ich finde es schön, dass ich über mich selber lachen kann zwischendurch. Ah, Medipack nach unten. Ja, warum nimmt er das nicht, wenn ich nach unten drücke? Jetzt muss ich nochmal gucken mit den Granaten. Das kann doch nicht sein, dass ich hier keine Granaten schmeißen kann. Ich habe doch welche gekauft. Sekundärwaffe benutzen. Ja, aber was ist denn eine Sekundärwaffe? Was? Jetzt muss ich mal austesten. Moment. Ja, kann ich den auch wählen? Nee. Toll, Messer. Aber wie kann ich denn... Ja, ich verbrenne alles. Komm her, ich verbrenne euch. Kommt her, ihr Stinker. Ihr solltet brennen. Guckt hier. Ich habe ein Feuerzeug. Ihr könnt mir nichts tun. Guckt mich an. Ich habe ein Feuerzeug. Ihr könnt mir nichts tun. Hier. Da, zack. Oder kann man an denen vorbeischleichen vielleicht irgendwie, dass es irgendwie vielleicht geht? Oh nein. Die haben mich doch schon gesehen, oder? Aber man muss doch irgendwie auch seine Granaten werfen können. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, ich werde mich da verbarrikadieren und dann einfach da... Oh, ob das so gut... Ob das so gewollt ist vom Spiel? Kann ich nicht hier vorbeischleichen? Ich muss da hinten hin, definitiv. Das ist klar. Aber ich komme noch nie im Leben an den Mutanten da vorbei. Das geht doch gar nicht. Das ist doch irgendwie, ne? So wie der eine da. Bei Aloe Vera. Aloe Vera macht Mittag. Gab es übrigens früher mal so eine Sendung. So.
Vera macht Mittag. Kam immer nachmittags. Ja, wenn wir noch weiter länger überlegen, ob wir jetzt hier durchgehen oder nicht, dann der sieht uns definitiv. Oder? Kann man vorbeischleichen? Ich probiere mal zu schleichen. Ganz leise. Ganz leise. Der sieht mich doch. Haben die Augen? Du siehst mich nicht. Was? Was? Ich klemme. Ich klemme. Ich klemme. Ich klemme. Ich klemme. Warum bin ich so groß? Ganz leise. Ganz leise. Ganz leise. Ganz leise. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Oder können die vielleicht doch nur riechen? Ah, ich habe heute mein gutes Deo drauf, deswegen. Deswegen riechen die mich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war, die im Rücken zu haben. Aber anscheinend hat es ja doch funktioniert. Man muss... Also kann man doch schleichen auch gegen die Mutanten. Ja, wo muss ich denn hin? Muss ich jetzt hier runter vielleicht? Ich werde mal hier runter gehen. Mal schauen, wo es hinführt. Oh. Eine neue Maske. Das ist schön. Das ist super. So, wo müssen wir denn... Achso, vielleicht sollte ich mal den Kompass auspacken, um mal zu gucken, wo ich hin muss. Ach, da. Okay. Ja, super. Supi, das klar. Was, was, was? Ah, sieht so toll aus. Wo muss ich denn jetzt... Ja, natürlich. Im Übrigen, das ist das Wasser, was so radioaktiv ist. Was da so am Knistern ist und am Knacken ist. Ja. Das, ja. Ich hoffe, die Mutanten bleiben auch da, wo sie sind und kommen uns nicht hinter... Was? Den kann man anscheinend doch killen, aber... Stirb! Stirb! Nein, du kommst nicht! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Geh weg! 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 Haha! Ich bin in der U-Bahn! Hahaha! In the Subway. I'm in the Subway. Du kannst mir gar nicht. I'm in the Subway. I'm in the Shop. Geh weg. Ich glaube, der hat uns jetzt gefressen. Bah, du bist so hässlich. Bah, vielleicht sollte ich mal ein bisschen... Geh weg. Oh Gott, ist das cool. Oh, ich liebe solche atmosphärischen Spiele. Sag mal eigentlich ab. Sagt man eigentlich atmosphärisches Spiel? Ich weiß es gar nicht. So. Na toll. Ist kein blauen Schnee. Im Übrigen. Ist kein blauen. Sieht aus wie so ein verkackter Zahn. Was? Geh weg. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach so, okay. Na. Nee, Moment, hä? Da war. Da oben rauf? Kann das... Aber da oben komme ich doch niemals rauf. Wie soll ich denn da raufkommen? Moment. Was? Geh weg. Kann das das Rätsel des Lösungs sein? Kann das wirklich so sein? Ist das möglich? Tatsache. Gibt's doch gar nicht. So, sind wir wenigstens schon mal im... Was ist das? Pfeile? Was sind das? Das Spiel speichert. Das ist nie gut. Medipack? Wieso Medipack? Wofür Medipack? Was hat er denn? Achso, wir wurden wahrscheinlich von dem Vieh deswegen, weil wir von dem Vieh da gebissen worden sind. Wo müssen wir denn? Ja, toll. Wir müssen da hin. Super. Da ist eine... Da ist ein Rohr. Da ist ein... Die Tür können wir nicht aufmachen. Hehe, ich hab ein Feuerzeug. Hehehe. So. Du kannst mir gar nichts. Ich hab ein Feuerzeug. Ich sollte vielleicht häufiger auch mal rennen. Ich vergesse mal, dass ich auch rennen kann. So, jetzt aber. Jetzt muss ich doch hier mal... Was? Och, na. Och, nö. Och, nö. Nicht festbacken. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht richtig sein. Nein. Da oben vielleicht? Nee, ich muss ja da lang. Vielleicht hier lang?
Kann das sein? Ja, natürlich. Ja, hochballer. Natürlich, da ist ja auch das Schild, ne? Treppenhaus. Da müssen wir dann ins Treppenhaus, ja? Dann geht's auch hier weiter. Oh, eine Falle. Da wäre ich jetzt aber beinahe in den Tod gestürzt. Oh, und da ist noch eine. Ja, wo gehe ich jetzt? Ich suche jetzt erstmal hier oben alles ab, ja? Also heißt es, dass wir hier nicht die Einzigen sind, die hier oben laufen. Boah, da muss ich ja genau hingucken. Ich sehe überhaupt nichts. Meine Güte. Sesam, öffne dich. Guck, guck. Huch. Was sind das für komische Geräusche? Oh, ein Tonband. Ich habe die schwere Ausrüstung genommen und bin nach Norden zur Messestation gegangen. Die haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück. Alles klar, ich sag dem Oberst Bescheid. Okay, der hat hier so wahrscheinlich auch ausgeharrt. Aber wie konnte der denn hier schlafen, wenn noch alles radioaktiv ist? Wie hat der denn nachts die Maske gewechselt, wenn die doch angeblich nur für ein paar Minuten... halten? Es ist ein ekelhaftes Würstchen. Würstchen mit Beinchen. Wie nennen wir das denn? Lass uns mal einen coolen Namen für den ausdenken. Lass mir mal was einfallen. Deswegen hat er die Fallen hier gebaut. Ah, ich verstehe. Ach so, jetzt habe ich das denn jetzt entschärft? Was? Ach so, cool. Jetzt schnalle ich das erstmal. Zack. Wo ist denn hier die Flinte? Ach, hier ist keine Flinte dran. Okay. Ja. Ach, das kann man... Ach nee, wollte schon sagen, das kann man... Ach, da ist eine Granate dran. Ach so. Da sieht man es, da ist so eine kleine Granate dran. Die explodiert dann oder beziehungsweise detoniert dann. Leckermäulchen tut. Leckermäulchen gut. Ich weiß nicht, warum ich jetzt darauf komme. Keine Ahnung. Ach ja. Im Übrigen ist Artyom 20 Jahre alt. Falls das jemand interessiert, jetzt gerade mal so. Huch. Den wir hier spielen, den Protagonisten. Artyom. Artyom-tyom. Huch. Da muss ich immer noch keinen Namen einfallen lassen. Wie sollen wir den denn nennen? Mein bester Freund. Die Kackwurst. Ach, guck mal, eine Kackwurst. Cool. Na, Kackwurst? Oh. Die wird bis zu einem Meter groß. Mein bester Freund. Die Kackwurst. Guck mal, ganz viele Kackwürstchen. Hui. Kackwurst-Alarm! Mein Gott, hier könnte auch mal einer. Oh, da liegt was. Oder ist das nur Lockmittel? Dass wir. Okay. Der hat eine Maske auf. Und warum liegt hier Stroh? Na, dann blass mir doch ein. Wer das nicht kennt. So, wir sind eigentlich relativ gut ausgerüstet. Also muss ich ja mal. Sagen. Ist dann. Ich glaube, da ist nicht. Ich glaube, da kommt man, da darf man, glaube ich, auch nicht lang, weil man soll ja nicht ins Wasser. Ne? Haben sie ja gesagt. Ne? Alter Falter. Mietswohnungen. Ganz viele Mietswohnungen. Mietswohnung. Hui. Aber von der Architektur muss ich schon sagen, ist es schon schick hier in Russland. Ja, gefällt mir gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nur immer dieses kalte, dieses... Ach, guck an. Guck mal, Dixie-Klos haben sie auch. Ach, guck mal, wer da ist. Du hast mich zu Tode erschreckt. Bin froh, dass du es geschafft hast. Ich hatte schon gedacht, du wärst hinüber. Nein, natürlich nicht.
Wir sind fast da. Nur noch einen Hof weiter. Ach, du bist von da gekommen. Okay. Also müssen wir doch hier lang. Ich wollte nämlich gerade schon fragen, ob ich hier... Ob wir hier lang gehen dürfen. Ob ich nicht mal... Ob ich... Ich würde gerne mal da rein. Darf ich nicht da rein? Ja, gleich. Moment. Ich möchte mich gerne ein bisschen umsehen. Weil hier sieht es nämlich so aus, als ob hier was wäre. Ja, ich wusste es doch. Da ist zum Beispiel ein... Ja, ich hab's gesehen, liebe Leute. Ich hab's gesehen. Ich wollte... Wow, was, aua! Fuck! Fuck! Hab ich nicht drauf geachtet. Scheiße. 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 Gott sei Dank war es nur eine Flinte. Sollte ein bisschen vorsichtiger hier vorgehen. Anscheinend... Oh, ein Safe. Aber der ist zu. Das heißt, wir müssen einen Schlüssel finden. Einen Schlüssel oder eine Kombination. Die ich jetzt mal... Okay, hier ist nichts. Wo ich jetzt mal, vermute, dass die in der Notiz steht. Schauen wir mal. So, Gott bin ich froh, eine andere lebende Seele zu treffen. Selbst wenn es, Bourbon zu sein scheint. Und offensichtlich war er auch froh, mich zu sehen. Und wir sind keine Freunde oder so. Nur zufällige Begleiter auf einer Reise. Hier an der Oberfläche kann man nichts anderes als spüren, dass wir die Menschen zusammenhalten müssen, sich gegenseitig auf uns verlassen müssen. Hier an der Oberfläche kann man nichts anderes spüren, dass wir die Menschen zusammenhalten müssen, sich gegenseitig auf uns verlassen müssen. Hm, okay. Weil alles hier draußen feindlich ist. Tödlich gefährlich. Fremd. So. Okay, da stand nichts von dem Safe. Wie kriegen wir denn den Safe auf dann? Hm. Vielleicht finden wir noch woanders einen Schlüssel. Schauen wir uns noch ein bisschen mehr um. Die Lampe geht nicht an, ne? Nö. So. Huch, da unten geht's, glaube ich, noch lang. Ich glaube, überall, wo solche Symbole sind, kann man, glaube ich, irgendwie was Besonderes finden. Also, wie gesagt, ich schaue mich jetzt mal ein bisschen um. Auch wenn ich weiß, dass wir hier einen nicht so lange rumlaufen dürfen. Hier ist zum Beispiel ein Raum. Ach, guck an. Der hat aber keinen Schlüssel bei sich. Was haben wir hier? Hier können wir nichts tun, ne? Nein. I, Spinnennetz, I. Spinnennetz. Okay. Achso, von da sind wir ja gekommen, ne? Stimmt ja. So, dann schauen wir mal hier unten, ob wir hier reinkommen oder ob wir... Da liegt doch ein Schlüssel, oder? Der hat aber noch was bei sich. Was ist das denn? War das jetzt... Kann das sein, dass das jetzt ein Schlüssel war? Das hat uns das Spiel jetzt nicht angezeigt, aber... Ich hoffe mal, ich vermute mal, dass es... Huch, dass es ein Schlüssel war. Ach nee, links war es lang, ne? Genau. So. Tatsache. Gibt's doch gar nicht. Yay. Wie nice. Wie nice. Ja, wir haben was gefunden. Ja, ich feier voll. Ich freue mich. Juhu. So. Warum ist alles so grün gerade gewesen? Ja. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich würde aber gerne nochmal hier ins Gebäude rein, weil es... Okay, ich darf wohl anscheinend nicht in dieses... In dieses... Uah, uah, da sind zwei von denen. Wo bist du hin? Hallo? Lass uns weitergehen. Ja, lass uns weitergehen. Scheiße, kannst du sie hören? Ja, sicher kann ich sie hören. Ich bin da nicht taub. Lass uns ein Stück zurückfahren. Das sieht doch hier... Verdammt. Wow! Okay, sparsam. Okay, sparsam. Uah, sparsam umgehen mit der... Mit der Muni. Sparsam umgehen mit der Muni, ja? Okay. Alter, stirb, du hässliches Vieh! Stirb!
Du bist ja noch hässlicher wie die oben bei Daylight. Oder bei T.T. Alter Falter. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ja. Ich muss mal eben meinen Filter. Warte mal eben. Ich muss mal eben meinen Filter wechseln. Ja, warte mal eben. Bleib mal dran. So. Oh, oh, was? Aua! Ja, wo bist du denn? Wow! Was? Nein! Wow! Was? Aua! Was? Nein! Ach du Kacke! Ach du Kacke! Komm! Ach du Scheiße, was war das denn? Was war das denn? Ach du Scheiße! Wie geil war der denn? Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Burton behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Als hätte er in der Trockenstation Freunde. Hör zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Wie Spinnennetz. Ganz so vertrauenswürdig sieht's hier nicht aus. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Ich bleib hier? Okay. Aber wenn das wirklich eine Nebenmission ist, so wie ich es denke, dann ist es aber ganz schön Hauptstory-mäßig, oder? Wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey! Ich brauche Licht! Ohohohoho! Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich, der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hin wollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Okay, das heißt also, wir müssen ihn wahrscheinlich jetzt herausholen. Vermute ich mal, wird das nächste sein. Ja. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Hier. Genau, schnell weg damit. Hier gibt es nichts als Ratten. Genau. Na gut, dann mich siehst du nicht. So, natürlich nehmen wir alles auf und natürlich... Selbstverständlich, endlich die AK, die er uns versprochen hat, haben wir jetzt endlich bekommen, natürlich. Wunderbar. Und, das sieht doch sehr, sehr spannend aus. Das sieht aus nach einer sneaky-sneaky-Operation. Und, nach, ja, ein bisschen Stealth-Action. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge uns entscheiden dürfen. Entweder den linken Schacht, entweder den linken Ausgang oder den rechten Ausgang. Und ich würde sagen, das machen wir in einer weiteren Folge Metro 2033. Also, macht's gut. Tschüss.